Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Serie mit den abgebrochenen S-Vator-Inhalten. Ja, es geht ja so gesehen jetzt um die erste Erweiterung von Star Wars: The Old Republic, die ja jetzt ja so gesehen nur Markep beinhaltet hat, aber in Wirklichkeit waren da noch einige andere Planeten gefragt. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte diese auf jeden Fall vorher nochmal schauen, denn ja, da gibt es ein paar wichtige Infos, die man jetzt hier auf jeden Fall vorher gesehen haben sollte. Gut, das ist über der gleiche Text, ich wundere mich schon. Ja. Wir gucken uns heute ganz besonders die Planeten Botavoi, Ziost und Slechel, und weiß ich jetzt gar nicht, ob er auch dabei ist, an. Und ja, Wahl und der ganz andere Zeuge, dafür habe ich leider keine Nachweise, wie auch in der letzten Folge bereits gesagt. Von daher, das nehmen wir jetzt einfach mal so als gegeben hin und gucken uns, ja, die Dialoge dann hier mit dem Pacepin an. Ja, bei den echten Planeten gucken wir uns die Dialoge hier an. Ich habe jetzt hier den ganzen Kram von gestern noch geöffnet, den werde ich auch gleich mal kurz mal schließen. Und da gucken wir uns das Ganze an. So, das kann alles zu. Wir gehen jetzt hier nämlich auf, was auch ganz besonders ist, wenn ich jetzt hier mal auf DEDE gehe und jetzt hier mal rauf versuche zu gehen, dann sieht man, dass hier nur Markep drin ist. Denn, ja, das Ganze wurde noch gar nicht in Deutsch übersetzt. Das Ganze gibt es leider nur in der englischen Version. Von daher müssen wir auch hier wieder Englischkünste beweisen. Ups, was Falsche. Übrigens, hier gibt es übrigens nicht. Man kann sich das Ganze nicht anhören. Hier bei EXP01 gibt es nur Markep. Ja, wie man hier sieht, wenn wir es Markup, dann geht EXP2 los. Das heißt also, hiermit können wir nichts anfangen. Wir müssen uns hier wohl über auf die Texte verlassen. So, hier haben wir nämlich EXP1 und hier haben wir jetzt auch Botavoi drin. So, fangen wir an mit dem Jedi Botschafter und wir klicken uns einfach mal jetzt hier rein. Dann sehen wir jetzt hier so gesehen einen ganzen Dialog. Ja, vorlesen werde ich das Ganze jetzt hier nicht, das wird den Rahmen sprengen. Ihr könnt das Ganze einfach mal so ein bisschen angucken. Und auch das hier mache ich jetzt absichtlich mit diesem Reader. Denn das Problem ist, wenn ich das mit dem Texteditor öffne, was theoretisch auch geht, dann wäre das Ganze so in einer Reihe geschrieben und alles wäre doppelt. Das würde dann ungefähr, ja, so ungefähr aussehen. Und das sieht ein bisschen komisch aus. Von daher machen wir das Ganze lieber so. Warte mal. Okay. Ich kann das Ganze auch mal in den Übersetzer reinhauen, falls ihr das gerne so lesen wollt. Wenn man sieht, das geht sogar noch hier so ein bisschen weiter. Gut, die Zahlen, die können wir jetzt hier mal weglassen. Generator, irgendwas, Torwin, Wähl. Wie gesagt, ich lese das Ganze nicht vor, denn das wird, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Falls ihr allerdings Bock habt, dass ich das mal vorlese, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare, dann mache ich auch noch einen dritten Teil dazu, wo ich die Dinge mal mehr ganz genau anschaue. Hier jetzt nur die Zusammenfassung sozusagen. Bestien sind Experimente, also irgendwelche Bestien geht's hier wohl. Ich habe die Bestien nicht vorausgesehen. Leider gibt es das Ganze nicht auf Deutsch, sonst würde ich das Ganze so machen, als es hier über diese komische Methode. Vorsichtig damit sein. Das hier sind so Dialogoptionen. Das sieht man hier sogar noch besser mit den Dialogoptionen. Denn hier sieht man zum Beispiel, ja, sieht man es hier sehr schlecht. Das hier zum Beispiel. Das hier ist der Text, der angezeigt wird. Und das hier ist der Text, der gesagt wird. Hier hat man anscheinend nur zwei Optionen. Hier hat man dann wieder drei Optionen, wie man sieht. Hier, maybe it drove them berserk. Und dann sagt er so gesehen den Text. Wenn man das hier anklickt, sagt er den Text. Wenn man das anklickt, sagt er den Text. Doch, wo sind ja so gesehen die Cutscenes im Spiel? Auch hier wieder das gleiche. Ihr könnt euch das Ganze ja mal durchlesen, falls euch das mal extrem interessiert. Ihr könnt euch die Datei so gesehen auch mal runterziehen. Dann hat man hier die Datei als Textdatei. Ich kann euch hier mal zeigen, wie das aussieht. So. Also gesehen, alles nur in einer Reihe geschrieben und das sieht total scheiße aus. Von daher, dann nehme ich lieber das hier. Und ihr könnt euch das Ganze jetzt mal durchlesen. Ich gehe mal ganz langsam runter und das mache ich jetzt einmal mit jeder Datei. Und diese Farben, die kann man so gesehen immer erkennen. Das sind so gesehen die Untertitel. Leider kann man sich das Ganze nicht anhören, sonst würde ich euch das abspielen. Das Ganze gibt es leider nur als Text. Hier sieht man zum Beispiel auch noch hier, dass man irgendwas nutzt. Und das für Botavo jetzt hier so gesehen abgeschlossen haben. Das Ganze ist nämlich nicht in der Reihenfolge der Story, sondern in der Reihenfolge, wie es das Alphabet ist.
Hier an der Stelle hätte man Botavi zu Pui zum Beispiel abgeschlossen. Zum Beispiel die Botan-Resistenz. Falling apart. Pretty revenge, nothing more. Like to speak. Meine Vision. Irgendwas. You should let me handle it. Also man soll das, solltest mich das machen lassen. There's an historical site. I need the SES report. Ich habe die richtige Entscheidung. Ich treffe immer noch die richtigen Entscheidungen. Ich habe größere Probleme, denke ich mal, dass es so heißt. Vielleicht eine Halluzination. Meine Vision sagt, er ist gefährlich. Ein Sith und gefährlich. Connected Basis. Wie kann ich das Ganze ja mal hier durchlesen? Einfach Pause drücken und dann in Ruhe durchklicken. Oder entsprechend durchlesen. So. Das Gespräch sieht nicht so lang aus. Natürlich, das hier ist jetzt hier so untereinander geschrieben. Ich habe verschiedenen Varianten. Natürlich kommen hier wahrscheinlich andere Texte. Die sieht man auch an der Nummer hier immer alles 441. Die werden dann wahrscheinlich je nachdem ausgewählt, welche von der Option ich hier oben zum Beispiel nehme. Zum Beispiel über 450. Ja. Haben hier auch wir. Hier haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, den Typen zu töten. So. Darf Kalumena unnamed? Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein paar von diesen Namen kennt. Ich gehe mal ganz langsam durch. Das lese ich jetzt hier nicht alles durch. Holiday zum Beispiel, das ist ja ein Gefährte vom Dingsabumster. Vom Jedi Botschafter. Und hier sieht man auch, dass die Klassenstories bei jeder Klasse unterschiedlich sind. Scheint also wohl auch wieder ein relativ großer Planet nach Korea zu sein. Wenn man übrigens in den Spieldaten nach Botavoi sucht, findet man tatsächlich übrigens Botavoi-Daten. Das sind allerdings mehr die von Dantooine. Die haben sie da einfach mit reingeknallt. Und ja, von Botavoi ist da nicht wirklich viel übrig. Man kann zwar theoretisch suchen gehen, aber das macht eigentlich wenig Sinn, da findet man kaum was. Ich könnte es ja auch mal als dritten oder vierten Teil mal machen, dadurch, dass die Serie vielleicht auch etwas länger wird. Falls ihr darauf Bock habt, dann kann ich ja mal gucken. Aber ich sag mal so, dass die meisten Dateien davon ältere Dateien sind. Beziehungsweise auch manchmal neuere Dateien, die halt so ein bisschen damit integriert wurden, aber so gesehen nichts damit zu tun haben. Es gibt ja auch im Svito-Ordner bei Assets eine Datei, die heißt Tor irgendwas mit Botavoi mit drin. Ja. Aber die wird auch immer mal wieder geändert, von daher vermute ich mal nicht, dass das ja alles so bleibt. Und dass da noch zu 100% Botavoi mit drin ist. Hier, ich möchte nur mit ihm reden. Was kommt? Hier haben wir sogar ein paar mehr Gesprächsoptionen. Ah ne, das sind zwei und die sind Nummer drei. Hier halt Mask, yes. Okay. Was hatten wir gehabt, ja. Okay, hier sind nur Alarms-Dinger da. Unautorisierte Dinger da, unautorisierter Zugriff. Lieutenant Kelly, auch hier hat man nur ein bisschen wenig. Gut, hier ist so gesehen. Gut, das hier ist eine etwas komische Gesprächsoption. Ich vermute mal, dass das mit dem hier zusammenhängt. Hier ein republikanischer Scout. Ich glaube, du brauchst einen Arzt, ja. Aber wenn ich das alles vorlesen würde, das wird ewig dauern. Das kann ich euch gleich sagen, das macht keinen Sinn. Hier nochmal ein Datenpad, wo auch nicht viel drin steht. Sicherheitskonsole. Ich glaube, ich werde zwar jetzt in dieser Aufnahmesession eh nicht mehr schaffen, das werde ich dann nachher morgen weiter aufnehmen. Oh ja. Da reicht die Zeit nicht mehr. Hier zum Beispiel Thorwin, den hatten wir vorhin ja auch schon gesehen gehabt, den Typen. Hier die Ritter. Otabai braucht Hilfe.
Können wir ein Backup kriegen, ja. Also die Gespräche waren sowieso alles schon fertig. Ich frage mich zwar, aber trotzdem sowieso, warum haben sie es dann nicht mit reingenommen, die erste Erweiterung? Es wäre so geil gewesen, wenn wir ein paar mehr Planeten bekommen hätten als nur Markep, sag ich jetzt mal. So. Relativ langes Gespräch. Colonel Blight. Gut, das ist auch ein bisschen länger. Jedi. Aber wie man sieht, das hier ist bloß nur ein republikanischer Planet tatsächlich. Gut, das sieht sehr nach Androiden aus. Wahrscheinlich nach dem T701. Irgendwelche Kontrollteile hier. Okay, hier, das sieht man ja auch wieder ganz klar. Hier zum Beispiel auch wieder der T7. Hier genau, T7 sieht man ja auch hier. Gebäude. Es ist ein Desaster, ja. The boss almost killed you. Auch wieder hier T7 und Jedi. Und T7 kann nicht schwimmen, also wird es wohl irgendwo eine Wasserstelle gegeben haben. Okay. Das haben wir noch nicht gehabt, ne? Nee. I need to worry you. Garrett's Family haben wir auch noch mit drin. Ja, könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Oder ihr öffnet euch die Dateien einfach selbst und guckt dann selber rein. Wo das nicht so einfach ist mit den originalen Textdateien, die man sich hier öffnen kann. Was Seeker Controls waren wir gerade eben, da müssen wir jetzt erstmal das hier angucken. Gut, auch hier Defend the Charges. Also irgendwas verteidigen. Wir müssen nicht fliegen. Ist das Colonel Blight? Du sollst einfach nur rein. Und am Ende kommt jetzt sowieso irgendwas mit Angreifen raus. Da greift man wahrscheinlich diesen Typi an. So, gucken wir uns das andere auch nochmal an. Was wir hier noch haben. Eine Flirt-Option zum Beispiel haben wir hier. Zweimal sogar. Ja, das war's dann so gesehen hiermit. Dann Shuttle to Velik. Auch wieder hier Jedi Helden. Honore to Serve. Gut, das kann ich jetzt nicht so ganz übersetzen. Waren jetzt gerade Shuttle to Velik, waren wir gerade. Tiffany. Du bist verloren. Geh zurück zur Wand. Dann die Kontrollen sollten da sein. Kontrollteile. Velik Transmissions. Auch was ganz Einfaches. Eigentlich ein Läufer, das hatten wir vorhin ja auch gesehen. Wahrscheinlich entweder einer, so wie man es halt jetzt von diesem zerstörten Boss kennt, von Cortet, oder etwas völlig anderes. Ich vermute mal was völlig anderes. Das wäre zu einfach gewesen. Okay, hier haben wir ein paar weniger Gespräche. Und auch kleinere, so wie es aussieht. Beim guten Schmuggler. By your statement. Ein restricted area. Und hier sieht man zum Beispiel auch Bauda, den guten Wookie, der ist ja hier auch noch mit dabei. Quit the Gang. Okay, hier ist was Längeres. Let's go down to business. Womp Gang, Investition. I want revenge, also ich möchte eine Revanche. Sagt mir nicht, was ich tun soll. Hier eine Flirt-Option wieder mit drin. Ihr wisst ja, ich mag ja die Flirt-Option. Klicken wir einfach mal weiter durch hier. Nur die zwei von uns. Richard won't mind. Akavi won't mind. Gut, Akavi sagt mir jetzt so nichts. Das war spaßig. Also sehr viel Flirten auf jeden Fall ist hier dabei. Ich mag den Plan, ja, ich auch. We don't need her, wir brauchen sie nicht. Okay, war ich jetzt gerade? Major Summers. Okay, auch nicht so wirklich viel. Nicht jetzt, wir müssen zurück zur Basis. Wo bist du? Corso, noch ein Kuss. Alles klar. Noch ein Kuss Risha, noch ein Kuss Akavi. Das ist ein Gefährte, jetzt weiß ich es wieder. Akavi war ein Gefährte, ich bin so blöd, ey. Dann sieht man, dass ich kaum andere Storys spiele. Das war impressive. Genau. Punch him.
Das ist eine private Party. Wer hat dich eingeladen? Ja, ich habe mich selbst eingeladen. Ohne ein Autogramm verlassen. Oder wie kam ich gerade auf Autograf? Hier wieder irgendwas mit angreifen, wie man hier wieder sieht. Und hier nochmal was mit angreifen. Okay, Range Swamp waren wir jetzt gerade gewesen. Dann müssen wir jetzt hier in The Twins. Wenn du unserer Gang beitreten willst, solltest du irgendwas überleben. Die Infiltrator überleben. Da sieht man mal wieder, wie schlecht ich mein Englisch bin bei sowas. Was heißt Lie? Flirtenoption natürlich wieder. Mein Held, genau. Somali. Du bist mein Held, genau. Oder meine Heldin. Hört sich eher an einer Frau an. Hier kann man sie auch töten. Genau, she's dead. Töte die. Geht natürlich auch. Dann haben wir jetzt hier noch The Twins, waren wir gerade. Das hier. Oh, das ist ein bisschen länger. Botan Resistance Network. Zu deinen Diensten, republikanischer Freund. Hier scroll ich mal ein bisschen durch. Ein bisschen so in der Geschwindigkeit hier, dass wir überhaupt noch vorankommen. Ja, man sieht, das ist hier ein sehr, sehr langes Gespräch. How many Womps need killing? Mutter? Der Schmuggler hat eine Mutter, wusste ich gar nicht. Töte dich selbst, ja. Auf jeden Fall. Feind, irgendwas gefunden, okay. Solitude muss nice sein, ja. Du kannst gerne abhauen, närrisch. Mir sounds perfekt. No thanks is this, no thanks, this is business. Okay. Nicht nur gute Freunde, ne? Ja. Apologies, I have offered you. Eine Orbitalstation, irgendwas damit. Okay, Planet hat wohl eine Orbitalstation. Ich hasse ja Orbitalstationen übrigens. What about you and me? Was ist mit mich und dich? Ja, so ähnlich zumindest. Oh Gott, hier gibt es auch noch ein bisschen was. Gut, das hier ist kein wirkliches Gespräch. Sieht man bloß, dass man hier jetzt wieder zur Votaway Hub 1 gebracht wird. Okay, ich glaube, das ist mehr so ein anderen Dinge. Okay, das hier sind irgendwelche Sachen, die man anklickt. Für eine Quest vermute ich jetzt einfach mal so. Wenn wir verschiedene Texte abgeben. Hier zum Beispiel ein sehr, sehr langer Text, wie beim letzten ist immer ein längerer Text. Bunker Holo. This area has been liberated. Du bist zu spät. Disconnecten können wir uns hier, also es wird wohl ein Computer hier sein. Hier auch der Bunker-Holo. Okay, optional. Ach komm, man kann, gibt es auch wieder so eine optionale Quest. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Thank you so much. Okay, das wird wahrscheinlich irgendein Ende sein. Waren wir jetzt gerade da? Hier ist mal wieder was Längeres. 227, der imperiale Bunker, alles klar. Wie gesagt, falls ihr interessiert, lest euch das einfach in aller Ruhe mal durch. Wenn ich das Ganze hier vorlesen würde, sind wir morgen früh noch dabei. Imperiale Artilleriekanone. Ich meine, das ist ja noch nicht alles hier. Hiernach kommt ja noch hier Yavin und Zios. Auch ein anderer Planet ist gar nicht mit drin. Der hat wohl noch keine Gespräche mit abbekommen. Das ist schade. Dann können wir eben nur noch Yavin und Zios gucken. Aber da wird genauso viel drin sein. Von daher, ja, macht euch auf jeden Fall noch auf sehr viel
Ja, Zeug gefasst. So, imperiale Artilleriekanone war fertig. Dann Jonas Balkar. Hier zwischen den Typen können wir zum Beispiel küssen. Flirten geht natürlich auch wieder, ist ja ganz klar. Freiheit. Töte jeden Imperialen. Ich bin beschäftigt. Was ist das nächste? Flirten, Optionen natürlich wieder. Wer hätte gedacht? Ich rette dich. Danke, ich bin heil. Es war kein großer Deal. Lass uns das hoffen. Ja, hier nach oben normaler Text. Warum warten? Ich rette dich. Gibt es hier nur Flirtoptionen hier? Hier zum Beispiel fehlt auch ein paar Teile. Da wo empty steht, sollte nämlich eigentlich ein Text stehen, der dann eben gesagt wird. Aber ich denke mal, der ist hier schon gar nicht mehr mit drin. Da sieht man also schon die ersten Sachen, die fehlen. So. Instant Victory, also sofortiger Sieg. Hier in Droide, gut, das ist jetzt bloß die Intelli. Okay, der sagt dann bloß, dass man gewonnen hat. Das Holo auf dem Schiff, ich vermute, wenn man. Genau hier, General Garza, die kennen wir ja auch noch. Die wird dann jetzt wahrscheinlich jetzt hier sagen, hier Botan, Resistance, dass man zu diesem Planet fliegen muss. Ja, kennen wir auch alles. Das ist ein Privileg. Das wird wahrscheinlich die Anfangsquest hier sein. Koordinaten sind geladen, Navi-Computer ist auch geladen. Und ja, war es. Has to end. Ja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Es geht aber dann gleich weiter. Ich werde dann morgen weiter aufnehmen. Und dann würde ich aber erstmal sagen, ja, dann bis gleich für euch und bis morgen für mich. Weiter geht es dann jetzt mit Yavin 4 von diesem anderen Planeten hier, wie auch immer der nochmal gerade hieß. Das hier nehme ich jetzt gerade am nächsten Tag auf. Mit Slayeron, das sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Hier ist es wohl gar nicht mit drin. Okay, hier gibt es so ein kleines Ding mit Darth Maar. Und zwar auch nur mit eckigen Klammern. Also, hier steht so gesehen nichts drin. Bei Zeos haben wir noch was für den Sith Warrior. Das dürfte der Sith Krieger für mich sein. Richtig? Hier steht es nicht drin. Keine Ahnung, müsst ihr mal sagen. Ich weiß es gerade exakt wirklich nicht. Captain Fenter. Okay, wird dir eine Nachricht schreiben, alles klar. West Anti, okay. Colonel. Dann Kidon Riff. Hier sogar noch mit Gesprächsoptionen. Angreifen kann man hier natürlich auch wieder. Pathetik, was? Pathetik hier. Ach, Pathetik heißt es. Auch wieder angreifen. Planetarische Defense heißt Schutz, glaube ich. Schutzcontrol, also Schutzkontrollen sozusagen. Oder Steuerung. Sagen wir lieber Steuerung. Beginnt den Angriff zum Beispiel. Oder hier haben wir zum Beispiel auch wieder einen Flirtangriff. Halt nichts zurück. Knost Dural ist hier zum Beispiel auch wieder vertreten. Zuyin, gut, der Name sagt mir jetzt nichts. Doch hier ist wieder eine Flirtoption mit drin. Gut. Dann nochmal weiter mit dem Holoterminal des Schiffs. Ja. Mein Lord, wir sind bei Zeost. Haben Sie wahrscheinlich auch schon alles gedacht. Und ja, das wäre dann normalerweise als Gespräch bei dem Holo-Terminal gekommen, wenn man nach Zeost geflogen wäre. Wie gesagt, das ist nicht das Zeost, die wir es so kennen. Das ist ein anderes Zeost. Ja, das Zeost, was wir so kennen, das hat, glaube ich, gar nicht mal so ein Holo-Terminal-Gespräch, soweit ich weiß. Da geht man nämlich direkt auf Planeten, soweit ich mich erinnern kann. Aber das kann natürlich auch wieder nur Blödsinn sein. Aber diese Typis, die kommen überhaupt nicht bekannt vor. Von daher, das ist nicht das Zeos, was wir kennen auf dem Planeten, das ist ein altes Zeos, das ist ein anderes, was in der ersten Erweiterung kommen sollte. Und nicht erst zu 3.1 oder 3.2 oder sowas. Ne, zu 2.0. So, oder 1 auf 1, eben egal. Zu Yen Vale haben wir hier nochmal. Ja, verschiedene Sifs, irgendwas. Hier haben wir nochmal den Xeno-Distrikt. Gut, da steht gar nichts drin. Hier steht noch was drin. Hier wird irgendwas also irgendwas verschickt.
They won't be back. Gut, warum steht jetzt immer das gleiche? Keine Ahnung. Oder viermal sogar. Okay, gute Frage, ehrlich gesagt. Und das normale, da steht noch gar nichts drin. Also da sind sie, die Entwickler wohl noch gar nicht fertig geworden. Also kurz gesagt, es ist hier wirklich nur Botavo, wo ich jetzt wirklich sagen kann, da ist es wirklich fertig geworden. Die anderen Planeten, die sind mehr so, ja gut, hier ist so gesehen gar nichts drin, außer ein kleiner Textbedarf Ma, der gar nichts Bedarf Ma zu tun hat. Okay, running out, player no choice. Okay. Ja. Das ist kein wirklicher gesagter Text, weil das hat eckige Klammern. Das sind ja meist so Texte, die einfach nur angezeigt werden. Also von daher, bei Yavin 4 war sowieso noch gar nichts gemacht. Und von Ziost, ja gut, eine Story und ein paar kleine Dinge. Aber hier sieht man, hier fehlt ja auch schon eine ganze Menge. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, was ist hier mit dieser Reihe? Falls ihr noch irgendwas hiervon wünscht, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Falls ihr irgendwie eine Fortsetzung noch machen sollt oder falls ihr nochmal so einen Beitrag findet, dann mache ich das natürlich gerne mehr für euch. Aber ja, oder falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Ja, ich würde aber erstmal sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Und dann würde ich sagen, bis bald und ciao.